Also diese drei Momente sind im Film durchaus spürbar. Und wenn man die dann in ihrem Lodenmantel da stehen sieht, wie sie dann zum Beispiel diese Garage öffnet, dann ist es trotzdem, trotz all dem, immer noch so, dass es sich eben um eine Frau handelt. Und das typische weibliche Motiv kommt natürlich dann in den Lämmern vor allem zum Tragen. Denn ihre Sorge um diese Tiere, das ist natürlich ein typisch weibliches Motiv, weil die Tiere natürlich auch immer diesen Kleinkindersatz darstellen. Also man weiß, dass von Marilyn Monroe in The Misfits, wie sie versucht, die Pferde zu beschützen, oder Brigitte Bardot und viele andere Schauspielerinnen, die Robben. Und es geht immer da auch um eine Identifikation der Tiere mit diesen kindlichen Wesen, die sie eben zur Welt bringen. Und das hat natürlich was mit der ganzen weiblichen Welt zu tun. Und da sozusagen ist auch Clarice Starling verletzlich genau an dieser Stelle. Und wird dann natürlich da an der Stelle auch mit dem typisch weiblichen Prinzip identifiziert. Ja, soweit erstmal. Es gab Wirkungen dieses Films, verschiedene Wirkungen und Perspektiven auf ihn. Die eine habe ich ihn versucht jetzt ein wenig zu schildern, das war die feministische Interpretation, die eben stark diese Frauenfigur, diesen Frauencharakter als innovativ und neuartig dargestellt hat. Diese Heldenreise, da hat Judy Foster auch viel zu beigetragen, diese Heldenreise einer weiblichen FBI-Agentin gegen die bisherige männliche Darstellung stellt. Und wie gesagt, es bleibt trotz aller Identifikation mit den männlichen Attributen eben doch bei einer Frau. Dann gab es eine völlig andere Reaktion, unvermuteterweise aus der Queer-Theorie. Schon damals wurde der Film stark angegangen wegen seiner Homophobie und Transgenderfeindlichkeit. Das alles hat zu tun mit Buffalo Bill oder Gump, der eben seine Morde auch begeht, um auch einen Geschlechtswechsel zu vollziehen. Der möchte nämlich sich verweiblichen. Und dieses Thema müsste man extra bearbeiten. Das ist genau das, was den Film natürlich so heikel werden lässt. Dieser eigentliche Serienmörder, das eigentliche in Anführungsstrichen Böse in dem Film ist ja nicht Hannibal Lecter und seine Souveränität, sondern das wirklich Böse, was ist natürlich der Gump, der Buffalo Bill, der die Frauen tötet. Und da dessen Psychopathologie und dessen Hintergründe würde ich Ihnen auch gerne schildern. Dazu reicht aber heute die Zeit nicht mehr. Das müssen wir auf ein anderes Mal vertagen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß.